Thank you.
Schulle, ich habe gesehen, die Analyse ging direkt noch auf den Platz los. Du und deine Co-Trainer, ihr habt euch die Jungs geschnappt. Was gab es denn da an Feedback für die Spieler? Ja, es sind immer so dann die ersten Eindrücke, die man schon während des Spiels sammelt. Ich glaube, dass wir im Gegensatz zum Kiel-Spiel heute wirklich einen guten Zugriff gegen den Ball hatten. Bis auf, glaube ich, eine Ecke und einen Einwurf nicht wirklich Chancen zugelassen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenfortschritt und das ist auch der Trainingsschwerpunkt der letzten 10 Tage, fast 2 Wochen gewesen. Von daher bin ich was das Thema angeht, bin ich sehr zufrieden. Das war wirklich gut heute, eine deutliche Steigerung zum Kiel-Spiel. Das Spiel mit dem Ball ist sicherlich noch ausbaufähig, aber ich glaube, dass da auch die Gründe, warum das heute nicht so gut geklappt hat, auf der Hand liegen. Du hast auch gesagt, du willst jedes Spiel gewinnen. Wie fühlt sich dann so ein 0-0 an, wo ja auch hinten raus nach so ein paar Ballverlusten auch noch durchaus die Gelegenheit war, das Ding zu verlieren? Ja, du sagst es ganz richtig. Ich glaube, dass wir es uns hinten raus dann mit der riskanten Spielweise selber ein bisschen schwer gemacht haben. Das war auch so nicht geplant. Wenn der Gegner Pressing spielt, dann überspiele ich halt mit einem langen, kontrollierten Ball. Aber die Jungs sollen mutig sein, die sollen was riskieren. Von daher kann man das im Testspiel dann vielleicht auch nochmal irgendwo mitnehmen. Und es ist ja zum Glück auch nichts passiert. Klar hätte ich das Spiel gerne gewonnen, aber ich glaube, dass die Dänen eine Top-Mannschaft haben. Die sind jetzt direkt nächste Woche schon in der Europa League unterwegs und was das angeht, sind sie auch einfach ein bisschen frischer gewesen und bin eigentlich so, wie die Jungs sich dagegen gestemmt haben und wie sie es gelöst haben, vor allem bin ich zufrieden. Vielleicht noch ein Satz zu den Youngstern im Team. Der ein oder andere hat da durchaus mutig aufgespielt. Ja. Das ist genau das, was ich von ihnen erwarte. Also jeder hat seine Qualitäten, jeder hat einen Mehrwert für die Mannschaft und das muss ich dann halt in solchen Spielen auch auf den Platz bringen. Und ich glaube, dass gerade die Jungen das heute wirklich gut gemacht haben, aber ich mag da eigentlich gerade gegen den Ball keinen rausnehmen. Sich gut gegenseitig unterstützt vom Coaching her, dass die Abläufe, die wir festgelegt haben gegen den Ball, waren fast immer klar zu erkennen und da haben jetzt nicht nur die Youngster, sondern vor allem auch federführend, vor allem im Coaching und in den Ansagen die Alten, das richtig gut gemacht. Kleiner Ausblick noch für die nächsten Tage, was steht an? Ja, nachdem wir bis jetzt hauptsächlich Spiel gegen den Ball hatten, wird dann im Trainingslager ein bisschen mehr Explosivität drin sein, werden ein bisschen mehr auch ins System reingehen und versuchen dann natürlich auch die offensiven Abläufe ein bisschen klarer zu machen, die Spieler noch besser in die Position zu bringen, damit wir unseren Tiefgang vorbereiten. Das waren, glaube ich, so Sachen, die heute nicht gut waren.